Also wir sind bester Laune. Es ist ja auch kein Wunder, das hat 7 Grad, ist bewölkt und leichter Regen. Es ist dann ganz was anderes als in Spanien, die Sonne und 20, 25 Grad. Da wird es noch viel besser. Oder was nicht? Ja, genau, es ist so richtig gemütliches Schmuddelwetter heute. Nein, im Ernst, wir sind ja auch die letzten beiden Jahre immer erst nach der 10D in den Süden gefahren. Aber dieses Jahr fällt es alles flach. Und zwar zur 10D fahren wir natürlich. Das kann ich überholen, Moment. So. Zur 10D fahren wir natürlich. Aber wir fahren danach nicht weg. Und was wir alles jetzt treiben, wenn wir jetzt unterwegs sind in eine große, schöne Stadt. Und was wir dann 2024 treiben, das zeigen wir euch dann anschließend, wenn wir angekommen sind. Wir haben auf jeden Fall bis Ende Februar schon alles verplant. Hören Sie? Ja, so sieht's aus, ja. Ja. So, und jetzt konzentrieren wir uns weiter auf Fahren. Wir machen einen kleinen Rückblick auf 23 und einen Ausblick auf 24 und gleich geht's los. Lebkuchen im Regen, nicht im Schnee. The snow is falling and the cold wind is blowing hard. I'm locked inside tonight, but my heart is somewhere else. I'm thinking of you, babe, and all your crazy ways. I miss you more right now. It must be these holidays. You know you're my everything, the only present I want. So, wir stehen hier am schönen Brunnen in Nürnberg und den nennt man auch den Wunschbrunnen in Nürnberg. Wir sind extra etwas früher reingegangen, weil wir euch zeigen wollten, wie man Wünsche erfüllt bekommt in Nürnberg. Denn da gibt es einen goldenen Ring und da kann man dran drehen. Aber wir kommen jetzt nicht hin, Ossi, oder? Nee, und außerdem wollen wir da gar nicht dran drehen, weil der ist nämlich nur für die Touristen gedacht. Ja, die Touristen kommen alle, drehen am goldenen Ring, ja. Und wundern sich, wenn die Wünsche nicht in Erfüllung gehen. Das kann auch nicht, denn da gibt es so einen schwarzen Ring auf der anderen Seite. Und da drehen die Nürnberger dran und denen ihre Wünsche gehen alle in Erfüllung. So, so war es auf jeden Fall mal bei uns, denn wir waren schon mal vor vielen Jahren hier am Wunschbrunnen und die Wünsche sind eigentlich ziemlich alle in Erfüllung. Nicht ziemlich, die sind alle 100% erfüllt worden. Wir haben ja am Schwarzen Ring gedreht, ja? Ja, ja. Kein Wunsch offen geblieben. Ja, ja. Genau. Ja, und am Goldenen Ring, der ist nur für die Touristen da. Der muss auch immer wieder erneuert werden. Der ist schon 7-mal erneuert worden seit dem 19. oder 20. Jahrhundert ist der dran und müsste schon 7-mal erneuert werden. Ja. Der Schwarze Ring, der ist seit dem 17. Jahrhundert da drin, die wenigsten dran. Und da stecken halt die Wünsche drin. Ne? Ja, genau. Also wundert euch nicht, wenn eure Wünsche nicht in Erfüllung gegangen sind. Ja? Ja, ihr wart einfach am falschen Ring. Ja, wir blenden euch mal das Video ein, wo wir das schon mal gezeigt haben. Und dann könnt ihr, wenn er nach Nürnberg kommt, an den richtigen Ring drehen. Ja, ja, wir kommen da nämlich jetzt leider nicht dran, weil ja alles zugebaut ist, voll Tannenbäume. Und ja, oben, weil wir stehen ja hier am Christkindlesmarkt. Also, wir haben jetzt den Schwarzen Ring doch noch gefunden, ja. Und der ist nicht von Bäumen und Buden verdeckt. Nein. Und jetzt könnt ihr euch auch was wünschen. Wir drehen für euch den einmal. Vielleicht hilft's was, ja. Für Wünsche muss man sich richtig strecken. Und ich wünsche mir jetzt, dass der Club sein nächstes Spiel gewinnt. Ja.
Und du meinst jetzt, dieser Ring erfüllt solche Wünsche? Das klappt hundertprozentig. Da bin ich mal sicher. Merry Christmas, Merry Christmas. Yeah, I got you on my mind. Merry Christmas from a distance. I wish you were here tonight. Merry Christmas, Merry Christmas. Yeah, I got you on my mind. Merry Christmas from a distance. I wish you were here tonight. Oh, what I'd give to have you here, my dear. We could sing and laugh about our wonderful year. I can see it now, yeah, your lips stained from the wine. And that sweet smile you have, your hand in mine. So, und das gehört natürlich dazu zu einem Nürnberger Besuch, ja? Drei im Weckler. Nicht drei im Weckler. Okay. Hauptsache schmeckt. Und es nutzt. Oh, what I give to have you here, my dear. We could sing and laugh about our wonderful year. I can see it now, yeah, your lips stained from the wine. And that sweet smile you have, your hand in mine. You know you're my everything, the only present I want. Oh, what I give to be. Und Ossi, wie gefällt es dir am Christkindlesmarkt? Schön ist es hier. Nein, so sagt man es nicht. Das heißt hier allmächtigste Ski. Und jetzt soll ich auch noch Fränkisch lernen. Sag's mal, ob du das kannst. Allmächtigste Ski. Ja, genau so. Dann lernst du schon was dazu. Nicht so einfach. Nee. Und jetzt schauen wir nochmal durch, oder? Jetzt gehen wir nochmal ein wenig. Nein, das heißt dann nicht, jetzt kommen wir nochmal ein wenig, sondern das heißt, jetzt gehen wir weiter. Oh je. Jetzt legen wir weiter. Etzertler. Etzertler. Das ist so schwer, ist das eigentlich gar nicht. Ah, so leicht ist Fränkisch nicht. Nein. Aber wenn man es kann, dann kann man es. Halt die Franke können es, die Baden noch nicht. Genau. Komm, jetzt gehen wir weiter. Etzertler geht's weiter. Okay, Etzertler geht's weiter. You home, because you're all I really want. I'm dreaming you home tonight. Merry Christmas, Merry Christmas. Yeah, I got you on my mind. Merry Christmas from a distance. I wish you were here tonight. Merry Christmas, Merry Christmas. Yeah, I got you on my mind. Merry Christmas from a distance. I wish you were here tonight. Merry Christmas, Merry Christmas. Yeah, I got you on my mind. Merry Christmas from a distance. I wish you were here tonight. Also, schön war es, oder? Ja, aber jetzt würde ich sagen, gehen wir zum Gustl zurück. Es fängt auch an zu regnen. Also, ich sehe jetzt schon aus wie so eine abgesteckte Maus. Und es ist wahnsinnig voll jetzt geworden. Ja, also es ist echt, wie der angelaufen wird. Es ist ein Freitagabend. Also, ich möchte gar nicht wissen, wie es am Samstag oder am Sonntag dazugeht. Es ist so schön, so das Kindlesmarkt ist, aber... Es ist. Ich glaube, wir haben jetzt sowieso vieles gesehen. Und drei Weckle gegessen und
hat auch was gekauft dann für Weihnachten. Und trotzdem, schön war es. Allmächt war das schön. Also es geht weiter, unser Ausflug. Ja, aber erstmal gehen wir zum Gusteln. Ja, genau. Jetzt gibt es einen leckeren Glühwein. So, wir genießen jetzt unseren Glühwein. Das riecht. Das ist einfach ein herrlicher Duft. Und dann geht es gleich weiter. Und dann sagen wir was zu dem, wie wir 2023 erlebt haben und was wir 2024 vorhaben. Genau, die Ursi hat's raus. Ja, aber das riecht. Oh, heiß. Ja, hat Glühwein so an sich, gell? Also, gleich geht's weiter. Von einem anderen Ort wieder. Schon fast 16 Jahre ein Paar. Und die Ursi sagt mir immer, sie hätte so gern mal einen Schwibbogen. Und zwar eine Weihnachtspyramide. 16 Jahre lang habe ich nicht reagiert. Aber dieses Jahr. Ja, genau. Und deshalb sind wir extra ins Erzgebirge nach Seifen gefahren. In die Zentrale vom Erzgebirge, wo das hergestellt wird. Ja, denn wenn eine Pyramide, dann gleich eine richtige. Und haben uns dann gleich mit über 500 Euro ausgelassen. Ja, so ist halt. Wenn schon, denn schon. Muss halt mal sein. Einmal im Leben. Ja. Ja, wir sind beide glücklich und wir sind vor allem glücklich, dass wir wieder an unserem Gustl sind. Denn das war nicht leicht, das Ganze von der Ortschaft da unten rauf zu transportieren. Ja, das ist schon alles sehr steil hier, heißt nicht umsonst Gebirge. Ja, wir bereiten jetzt ein Raclette vor und berichten uns euch doch von 23 und machen einen Ausblick auf 24. Und dann zeigen wir euch die Eindrücke, die wir heute in Seifen eingefangen haben. Ja, genau. Das wird dann der Abschluss sein. Noch etwas Besinnliches. Genau. Und am Schluss haben wir sogar noch ein Kirchenliedchen, weil in der Kirche von Seifen waren wir auch noch. Ja, auch schon ziemlich. Also es wird jetzt richtig spannend und weihnachtlich bei uns. So ungefähr. Ja. Also, gehen wir mit rein, oder? Ja, genau. Los geht's. Also 2023 hat angefangen auf der CMD. Und es war eigentlich schön. Wie immer, alles schön. Ja, immer interessant, hat uns natürlich wie immer gut gefallen. Wir haben wieder viele kennengelernt, viele getroffen. Machen wir dieses Jahr übrigens anders. Wir haben so viele Leute bei Remektro in der Halle 7 getroffen. Dieses Jahr sind wir jeden Tag in der Halle 7 bei der Firma Remektro von 13 bis 15 Uhr. Nur als kleine Vorabankündigung. Nach der CMD ging es aber gleich weiter nach Portugal. Also über Frankreich sind wir nach Portugal gefahren. Santiago de Compostela. Ja, genau. Und auf der Wanderdüne waren wir doch. Die war ja auch sehr interessant. Ja, und dann Portugal. Sehr schön.
Faro war ich gestanden an der Klippe mit Stock angehalten, und weil das gesperrt war. Und es war ein echtes Drama, ja, da ging es 100 Meter geradeaus runter, ja. Da hätte ich mich nie an den Rand gestellt. So schlimm war das nicht. Ja. Ja, und dann auf der Heimfahrt haben wir uns dann auch mit Karin und Marco getroffen. In Spanien war das allerdings. Jawohl. Und dann hat unser Urlaub ein jähes Ende gefunden. Dann ja, über Frankreich dann hatten wir einen ziemlich schweren Crash. Das war nicht so toll. Ja, und unser Unfall in Frankreich. Oje. Ja, wir haben viel Zuschriften bekommen, auch die Begründung, wie der Unfall entstanden ist. Und wir waren ja auch danach noch in der Fahrschule, haben das Ganze besprochen mit dem Fahrlehrer, und er hat unsere Meinung geteilt. Also, wenn es interessiert, der schaut sich das Video am besten nochmal genau an. Mehr wollen wir nicht dazu sagen, nur dass wir bei unserer Versicherung sehr gut versichert sind. Der Schaden hat sich für den Gustl auf insgesamt 34.000 Euro belaufen. Es musste die gesamte Front ausgetauscht werden. Das war also echt extrem heftig. Dann kam ja dazu, dass uns in einer Fiat-Werkstatt nochmals die Seitenwand eingedrückt wurde. Ja, genau, das kam auch noch dazu, ja. Wofür wir gar nichts konnten, aber 12.000 Euro hat der Spaß dann trotzdem gekostet. Ja. Wir sind dann mit dem ramponierten Auto nach Belgien gefahren. Ja, die Leute sind uns natürlich alle ausgewichen, weil sie dachten... Ja, klar, ein Auto total kaputt, vorne alles war kaputt, die ganze Front war kaputt, auf der Seite war kaputt. Also die haben Platz gelassen. Unser Auto sah aus wie Klein Rambo. Ja. Und dann waren wir in Belgien und, ja, und so noch ein bisschen unterwegs. Ja. Und haben dann unser Auto einen Termin bekommen bei Hümer im Juli, haben wir das Auto abgegeben und sind danach gleich in die Luft gegangen. Ja, genau. Und hingeflogen sind wir ja nach Kanada. Und das war wirklich wunderschön. Ja. Kann man eigentlich nur empfehlen, so eine Reise. Das Tesla-Fahren war einmalig. Ja, genau. Das war Kanada ist nicht mein Urlaubsland. Familienbesuch war natürlich schön. Dass wir unseren Enkel dabei gehabt haben, war schön. Ja, genau. Ja. Und irgendwann kam dann auch der Tag des Rückflugs, und dann haben wir unseren Gustl wieder abgeholt, in Empfang genommen, und er war frisch repariert. Ja, genau. Und das war eigentlich sehr schön. Es ging zum Caravansalon, genau. Nach Düsseldorf. Jawohl, da waren wir ja auch. Und ja, war wieder, diese Messen sind einfach immer richtig gut. Also uns gefällt es da sehr gerne. Vor allen Dingen, wir treffen da immer so viele von euch. Und das finden wir natürlich ganz toll. Viele YouTube-Kollegen haben wir getroffen. Ja. Die grüßen wir alle hier, falls ihr mal zufällig bei uns reinschaut. Ja, wir sagen jetzt keine Namen, denn wir vergessen garantiert jemanden. Und unsere Zuschauer, die uns gesehen haben, die grüßen wir auch. Aber wir haben auch so viel, wir haben die Namen nicht aufgeschrieben. Und nach der Reparatur ist ja vor der Reparatur, das haben wir schon mal festgestellt. Das heißt, wie wir weitergefahren sind, sind als erstes die Scheibenwischer haben versagt. Ja, aber das war dann wieder eine Geschichte für sich, die sich dann erledigt hat. Ja, ja, Helle ist ja schon langsam ein Profi im Handwerk. Scheibenwischer reparieren kann ich auf jeden Fall. Ja, genau, das kriegt er auf jeden Fall sehr gut hin. Was natürlich echt super ist, jetzt haben wir die zweite Frontscheibe schon eingebaut bekommen. Und beim ersten Regen funktionieren die Scheibenwischer nicht. Und das jetzt natürlich mitten auf der Autobahn, da kommt natürlich Freude auf. Naja, und Helle wird es jetzt auch hoffentlich
auf die Reihe kriegen. Es sieht mal schon mal ganz gut aus. So. Noch ein bisschen mehr dazu, Stella. Wir sind sehr hungrig heute. So, ja, und in der Zeit, wo wir jetzt noch weiter richten, in Dänemark waren wir noch. Und hat es dir da gefallen? Klar, eigentlich gefällt es mir überall. Ich kann hinkommen, wo ich will. Es gibt überall schöne Ecken und schöne Flecken. Mir gefällt's. Das Wetter war wunderbar. Also wir sind eigentlich immer im Regen vorgefahren. Ein, zwei Tage später kam dann immer erster Regen, was sehr schön war. Das war natürlich wo Nord- und Ostsee zusammenfließen? In Skagen. Da hat es uns so gut gefallen. Ja, genau, da war es. Und meine Drohne fast fort gewesen wäre. Ja, genau, das war ein ziemliche Schrecksekunden waren das. Und zum Glück ist sie wieder zurückgekommen. Ja, wir haben sie wieder. Ja. Ja, genau. Also auf jeden Fall, Dänemark war ein ganz tolles Reiseland und da fahren wir hundertprozentig wieder hin, oder sie? Bestimmt. Auch nach Belgien werden wir wahrscheinlich irgendwann mal wieder hinfahren. Also nicht morgen oder übermorgen, aber bestimmt irgendwann nochmal. Ja, also das übrigens bei Belgien, dass wir da so wenig Interessenten gefunden haben, die sich das Video anschauen, das hat uns ein bisschen verwundert. Ich meine, beim Napoleon-Museum, das können wir noch verstehen, aber das Atomium, das war wirklich interessant und auch Brüssel, das war aber nicht so in eurem Geschmack. Nee, also anscheinend interessieren euch solche Videos nicht so extrem. Nee. Muss nicht sein, ja. Nein, natürlich nicht. Aber uns hat's gut gefallen. Ja, auf jeden Fall. War sehr interessant. Da ist die Hölle los. Oh, wie muss es hier erst im Sommer sein? Also da kommt man wahrscheinlich kaum durch. Wir mussten uns jetzt durchkämpfen. Ja, alle Leute wollen zwischen Ost und Nordsee stehen. Ja, genau. Und also, dabei ist beides kalt. Echt gigantisch, muss man wirklich sagen. Ist ein toller Ort. Ja, ist einfach einmal Naturerlebnis pur. Wunderbar ist es hier. Ja, und dann hat man noch ein paar Touren in Deutschland natürlich. Familie, sind wir Richtung Frankenland, Karlsburg gefahren. Wir waren aber auch wieder viel im Schwarzwald unterwegs, weil Schwarzwald eigentlich ein wunderbares Reiseziel ist. Wir haben auch unsere Fahrräder wieder herrichten lassen, haben einen neuen Fahrradträger bekommen. Und was für mich schon die Diagnose im April gewesen ist, dass ich mich einer Augenoperation unterziehen musste. Das lag mir den ganzen Sommer über natürlich im Magen. Das musste gemacht werden, sonst wäre es inoperabel geworden. Und das habe ich dann auch erfolgreich hinter uns gebracht. Wir haben uns dann auch von dem Gedanken, unseren Gustl auszutauschen, noch getrennt. Und zwar überlegt, genau indem wir eine Alternative bewertet haben gegen unseren Gustl und haben gesagt, da fahren wir lieber unseren Gustl bis 300.000 Kilometer, bevor wir uns da auf einen Wechsel einstellen, wo dann eigentlich unsere Bedürfnisse weniger befriedigt sind, als es beim Gustl der Fall ist. Gell, Ossi? Ja, genau. Und ihr wisst ja, ich trenne mich verdammt schwer vom Gustl. Und ich war so froh, dass der Helle davon abgekommen ist, unseren Gustl herzugeben und ein neues Fahrzeug zu kaufen. Also bevor wir den Termin im Allgäu gehabt haben, in, wie heißt es wieder? In Aulendorf. In Aulendorf, ja. Mhm. Bevor wir unseren Termin in Aulendorf gehabt haben, hat die Ursi schon immer leicht geweint und hat gesagt, oje, ob das dann auch so gut ist, ob das so gut ist. Und wir haben dann beide festgestellt, okay, nein, also unser Gustl, der passt eigentlich perfekt für uns. Ja, und da bin ich so froh, dass der Helle der gleichen Meinung ist. Ja, ja. Denn den können wir wunderbar fahren. Das ist ein Fahrzeug direkt auf uns zugeschnitten. Absolut. Also, was wir auf der einen Seite die schlechtere Automatik haben, das ist dafür der Vorteil, dass wir kein AdBlue brauchen.
und trotzdem schadstoffarm unterwegs sind. Und das ist natürlich ein großes Plus. Und dann der Grundriss vom Gustl, der ist eigentlich schon irgendwie perfekt für uns, oder? Ja, und die Maße sind für mich auch noch ganz gut. Naja. Der ist nicht zu groß, nicht zu breit. Ihr wisst ja, ich fahre ja jetzt auch und so fühle ich mich einfach doch noch ein bisschen sicherer. Also ein halber Meter mehr wäre auch okay gewesen. Also wir haben uns jetzt so entschieden und das ist gut, da wollen wir jetzt gar nicht mehr davon anfangen. Ja, ja, nein, das war alles in allen Ordnung. Und dann haben wir noch, haben wir eigentlich nicht mehr viel gehabt. Das war das Jahr 2023. Ja. Und es war ein... Für uns eigentlich ein ganz schönes Jahr, bis auf die, naja, den Unfall her, die Augenoperation und so. Aber es ist ja, es gibt immer irgendwie was, was vielleicht nicht so gut ist, aber wenn man jetzt so Resümee. Ja, genau. Man, manche Worte sind so schwer. Wenn man das jetzt so passieren lässt, dann würde ich sagen, komme ich zu dem Abschluss. Es war ein schönes Jahr. Ach, super, ja. Und der Unfall übrigens, also meine Versicherung, muss ich nur sagen, komplett bezahlt, nicht hochgestuft worden, weil wir eine Sonderklausel eingebaut haben, dass ein Unfall schadlos ist. Also ich wäre behandelt, als wenn ich den Unfall gar nicht gehabt hätte. Haben wir auch wieder Glück gehabt. Und jetzt hoffe ich aber nur, dass wir jetzt noch heil nach Hause kommen und dann den 31. Januar überstehen, dass wir noch nicht noch einen Unfall dazu verursachen. Ach, natürlich haben wir jetzt keinen mehr. Also ha? Also echt Nein. wahr. Es ist alles, wo ist Holz? Ja, holzfreies Mobil. Kopf ist immer gut. Holzkopf. Ja. Also, das ist gut gewesen und gleich sagen wir euch noch, was wir 2024 los haben. Mhm, aber wir richten bloß wir noch jetzt vor, noch alles damit weiter wir dann gleich, und dann gleich essen können. Jo, genau. Langsam werde ich hungrig. Genau. So, der Tisch ist gedeckt. Wir können jetzt anfangen. Und wenn ihr Lust habt, kommt einfach noch vorbei, weil, wie ihr seht, das reicht für uns alle. Locker, lässig. Ihr findet uns eh nicht, wir stehen ganz alleine. Aber wir wollen erst einmal anstoßen und zwar nicht auf euch, sondern diesmal ausnahmsweise auf uns. Und warum? Wir haben heute Hochzeitstag. So, und auch wir haben eine Zukunft. Und die Zukunft beginnt am 1. Januar 2024. Da haben wir gleich am 9. Januar einen Termin bei der Firma Karatec. Das haben wir euch ja schon mitgeteilt. Und es wird hochinteressant, denn da werden, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, digitale Außenspiegel ähnlich. So genau weiß ich es selber noch nicht, aber das wird eingebaut. Wir kriegen einige Sachen dazu, also auch kabelmäßig. Ja, also halt einfach Technik. Ja, ja. Also es wird einiges technisch gemacht. Das werden wir natürlich mit der Kamera begleiten. Und die ersten Erfahrungswerte werden wir dann gleich auf der Firma, auf der CMD präsentieren. Mhm, denn genau. Wir sind auf der CMD. Wir waren ja letztes Jahr, sind so viel zu uns gekommen. Wenn wir in der Halle 7 waren, sind wir gar nicht durchgekommen. Wenn ihr Interesse habt, uns kennenzulernen, wir sind auf der CMD von Anfang diesmal bis zum Ende. Und wir jeden Tag werden wir in Halle 7 sein, von 13 bis 15 Uhr, beim Stand von Remectro. Jawohl. Der ist genau neben Karatec, also wir werden natürlich auch bei Karatec vorbeischauen. Und da könnt ihr uns also jeden Tag antreffen. Und so wie wir gehört haben, gibt es da auch eine kleine Verlosung. Und da dürfen wir ja, sogar bei Remectro soll es eine Verlosung geben. Ja, und ich darf vielleicht die Glücksfee spielen. Ja, ich auch. Vielleicht ich. Oder ich. Aber lassen wir uns einfach überraschen. Genau, weil ich bin ja auch eine leichte Glücksfee, oder? Oder sowas ähnliches. Eine leichte? Ja. Etwas schwerer, ja. Ja, und dann kommt der nächste Punkt. Also die CMD, die ziehen wir diesmal komplett durch. Und danach gibt es erstmal kein Video bis zum Ende Februar. Wir wissen noch nicht, was wir nach dem Februar machen. Wir wissen aber schon, was wir im Februar machen, nachdem meine Augenoperation so gut gelaufen ist. Hat mich jetzt die Ossi erfolgreich mehr oder weniger... Naja, also das lag jetzt nicht nur an mir. Nein, ich habe den Mut gefasst. Ich habe den Mut gefasst, ja. Eben, ich meine, er merkt es selber. Also sein Knie wird
Ja, wird repariert. Das heißt, ich kriege ein Ersatzteil, ja. Ja, genau. Ja, ein neues Aggregat. Und das begleiten wir natürlich nicht filmisch, ja. Aber ich muss danach wohl wieder das Laufen lernen, wie genau das funktioniert, wissen wir auch noch nicht. Auf jeden Fall wird es den ganzen Februar in Anspruch nehmen. Mhm. Und dann hoffen wir, euch auch mit ein paar Wanderzähnen beglücken zu können. Ja, in der nahen Zukunft dann. Wenn wir halt mal so unterwegs sind, dann. Ja, wenn er mit seinem neuen Knie wieder zurechtkommt. Ja, wenn das gut geht, alles. Ja. Und sonst haben wir also uns noch nichts Festes vorgenommen. Wir haben allerdings gesagt, wir wollen dann, wenn das alles vorbei ist, eventuell in den Süden fahren. Mal schauen, wir lassen uns überraschen und das geben wir dann alles auch rechtzeitig bekannt. Ja, eventuell schwebt uns Italien vor. Ja. Mhm. Aber wie gesagt, das ist jetzt alles noch... ungelegte Eier. Ja, genau, so kann man das jetzt auch sagen. Unrepariertes Knie. Ja, genau, das muss jetzt erstmal alles ordentlich über die Bühne. Und dann schauen wir weiter. Ja. Mhm. Also in diesem Sinne verabschieden wir euch jetzt. Wir bedanken uns für eure Treue im Jahr 2023. Das ist sehr schön. Also wir machen unseren Kanal natürlich weiter, weil das ist unser Lebenselixier. So kann man sagen, oder? Ja, es macht uns unheimlich Spaß, wenn wir unterwegs sind, mit der Kamera rumzulaufen und das Filme schneiden. Das macht uns einfach unheimlich Spaß und natürlich werden wir das noch weitermachen. Wir freuen uns auch immer, wenn wir dann angesprochen werden von freundlichen Menschen, was bis jetzt immer der Fall gewesen ist. Ja, und... ihr könnt uns immer gerne ansprechen, denn wir haben schon von manchen gehört, dass sie gesagt haben, sie haben sich nicht getraut. Sie hätten uns schon öfters, gerade auf der Messe passiert das immer, auf der Messe getroffen, aber sich nicht getraut, uns anzusprechen, bis sie dann doch den Mut gefasst haben. Also ich kann euch versichern, wir haben noch niemanden gefressen. Könnt ihr gerne machen. Gell? Also, wir freuen uns auf jeden Fall. Bevor wir jetzt zu sehr ins Detail gehen, würde ich sagen, verabschieden wir uns. Ja, auf jeden Fall. Und wir lassen uns das zerspenden. Das Essen ist alles fertig. Jawohl. Also, ich habe jetzt Hunger. Ich auch. Ja, frohe Weihnachten. Und kommt gut ins neue Jahr. Guten Rutsch. Bleibt uns treu. Und wir sehen uns vielleicht auf der CMD. Das würde uns sehr freuen. Ja. Also, macht's gut. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Und bis bald. Jawohl. Ach so, haben wir noch ganz vergessen. Im Anschluss, wir waren doch heute in Seifen. Ah ja. Es geht jetzt, kommen jetzt noch ein paar Impressionen vom heutigen Tag. Wir haben gekauft einen Schwibbogen, dann haben wir zwei so Pyramiden gekauft, eine größere und eine kleinere. Die kleinere, die wollen wir mit in die Schweiz nehmen. Ja, wir hoffen, die Enkel freuen sich darüber. Jawohl. Und, und die große, die stellen wir halt erst zu Hause auf. Denn die können wir hier schlecht aufstellen. Sonst haben wir keinen Platz mehr für unser leckeres Essen. Also, wenn ihr noch Lust habt, schaut euch das noch ein bisschen an. Ja, also in dem Sinne aber jetzt wirklich endgültig. Endgültig. Schluss. Tschüss. Tschüss. Tschüss.
us some figgy pudding. Now bring us some figgy pudding and a cup of Gucci. We won't go until we get some. We won't go until we get some. We won't go until we get some. So bring it right here.